Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pasta, Pasta, Pasta. Denn wir machen heute Gabelspaghetti im Thermomix mit Hähnchenbrustfilet. Das Hähnchenbrustfilet, das machen wir natürlich auf dem Herd, ganz klassisch anbraten und so weiter und so fort. Aber die Gabelspaghetti oder wie der Italiener sagt, Gobetti, die machen wir im Thermomix. So, und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Ich habe euch eine Zwiebel mitgebracht und auch schon mal halbiert. Die kommt jetzt in den Thermomix und ich kann es nicht oft genug wiederholen. 5 Sekunden Stufe 5 wird das Ganze zerkleinert. So, das Ganze drücken wir jetzt mit dem Spatel nach unten und fügen 30 Gramm Öl hinzu, um die Zwiebeln anzudünsten. Da ist die Waage. Na, geh an. Und das machen wir natürlich 3 Minuten auf Stufe 1 in Varoma-Temperatur. So, Zwiebeln angedünstet. Als nächstes geben wir 300 Gramm Pilze dazu. Ich habe euch jetzt Champignons mitgebracht. Man kann natürlich auch andere Pilze nehmen, je nach Saison. Auch gefrorene, die müsstet ihr dann vorher antauen. Ja. Die werden jetzt nochmal 2 Minuten vorgegart. Allerdings, auch auf Aromastufe natürlich, allerdings, das ist wichtig, im Linkslauf, damit die nicht völlig zerschreddert werden. Und ich mache auch mal die Sanftrührstufe. Sicher ist sicher. Bis gleich. So, die Pilze sind soweit etwas vorgegart. Jetzt kommen noch 50 Milliliter trockenen Weißweines hinzu. Und das Ganze wird jetzt nochmal 3 Minuten, 100 Grad in der Sanftrührstufe, Linkslauf, gegart. So, der nächste Arbeitsschritt. Jetzt kommt das Wasser dazu und zwar 700 Milliliter. Das ist jetzt schon lauwarm, das heißt aus dem Wasserhahn dann entsprechend aufgewärmt. 700 Milliliter plus das, was daneben gegangen ist. Zack. Jetzt machen wir einen großen Esslöffel von unserem Suppengrundstock dazu. Den machen wir selber und wie ich sehe, wird dies hier auch der letzte Esslöffel sein. Denn dann ist alle und dann müssen wir wieder machen. Und wie man das macht, das erfahrt ihr auch bei uns im Kanal. Ja, solltet ihr mal nachschauen, wenn ihr das noch nicht kennt, weil das ist wirklich perfekt. Ja, ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühwürfel holen, aber beim Gemüsebrühwürfel weiß man ja nie so genau, was drin ist. Hier wisst ihr ganz genau, was ihr da verarbeitet habt. Es ist frisch, es hält sich. Und es schmeckt einfach auch frischer. Ja. So, 10 Minuten wird das Ganze jetzt aufgekocht. In der Sanftrührstufe natürlich. Linkslauf, damit die Pilze nicht zerstört werden, ganz klar. Und dann kommen die Nudeln dazu. Aber jetzt müssen wir erstmal das Wasser zum Kochen bringen. 100 Grad, Sanftrührstufe, Linkslauf. Hit it! So, unser Wasser hat gekocht und wir werden jetzt die Gobetti hinzugeben. Das sind 300 Gramm. Die Gabelspaghetti oder Gabelnudeln oder wie auch immer ihr die nennen mögt. Und die werden wir jetzt weitere 10 Minuten hier im Thermomix bei 100 Grad im Linkslauf Sanftrührstufe kochen. In der Zwischenzeit erhitze ich etwas Öl hier in dieser Pfanne und brate die Hähnchenbrustfilets an. Das sind 3 Stück, relativ große. Müsst ihr gucken, wie viel ihr braucht. Ja, also ich habe jetzt die 3 hier, erhitze das jetzt, brate das an, würze es mit Pfeffer und Salz und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. So, unsere Hähnchenbrust ist jetzt natürlich ziemlich dick. Die braucht auch relativ lange. Aber das ist nicht schlimm, denn unsere Nudeln sind zwar jetzt fertig, aber
da kommt noch was rein. Und zwar 200 Gramm Frischkäse. Die kommen jetzt noch hier rein. Ein Spritzerchen Zitronensaft kommt ebenfalls noch dazu. Und auf jeden Fall Salz und Pfeffer. Pfeffer, denke ich, kann man auch nicht ranmachen. Das passt sehr gut. Nachher auch zu dem Hähnchen. Das Ganze jetzt 30 Sekunden im Linkslauf. Stufe 2 miteinander vermischen. Ohne Temperatur. Und nötigenfalls müssen wir da mit dem Spatel noch mal ein bisschen unterheben. Ja, damit das alles schön vermischt wird. Wenn ihr so einen Spatel hier nehmt, passt auf, dass er nicht ins Messer kommt. Selbst wenn Linkslauf läuft, muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt gucke ich mal, ob das ordentlich durchgemischt ist. Nee, ist natürlich nicht. Also einfach mit dem Spatel noch ein bisschen unterheben. So, und jetzt muss das Ganze noch 5 Minuten ziehen. So steht es in unserem Rezept. Und in den 5 Minuten sollte jetzt eigentlich auch unser Hähnchen fertig werden. In der Zeit, in der das jetzt hier noch vor sich hin brät, habe ich gedacht, wäre eigentlich vielleicht auch ganz schön, wenn man ein bisschen Kräuterchen ranmacht. Ich habe jetzt mal ein bisschen Schnittlauch hier geschnitten, ungefähr 3 Esslöffel Schnittlauchröllchen. Da brauchen wir jetzt aber nicht mehr den Kessel anschalten, das rühren wir einfach so mit rein. Ja, da hat man noch mal ein bisschen was Grünes dabei. Das riecht sehr lecker. Mein lieber Mann, das hat ganz schön gefettet hier. Aber das Fleisch ist jetzt durch. Das schneiden wir jetzt einfach in so kleine Tranchen, ja, Scheibchen. Und servieren das quasi auf dem Nudelbett. Das sieht schon mal echt gut aus. Ich mache das jetzt mal hier mit dem Löffelchen raus. So, ja. So, und dann legen wir einfach das gebratene Hähnchen oder die Hähnchenbrust, die ich noch ein bisschen gesalzen und gepfeffert habe, oben drauf. Mmh. Sehr lecker. Wirklich. Mmh. Sehr leicht. Ja. Klar, durch den Weißwein hat es ein sehr schönes Aroma, sehr schöne Note. Mmh. Schnittlauch war auch eine super Idee. Lecker mit dem Zitronensaft, die Pilze. Klasse. Passt alles zusammen. Also gibt es von mir für dieses Rezept auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich hoffe von euch für das Video auch. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr zum ersten Mal hier seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum, der großen Koch-Community mit Herz. Jede Woche neue Videos. Also abonnieren nicht vergessen. Gerne auch mal kommentieren, was ihr so mit dem Thermomix zu Hause kocht, was eure Lieblingsgerichte sind und vielleicht auch, ob ihr das hier schon ausprobiert habt und wie es euch geschmeckt hat. Ich freue mich, von euch zu lesen und freue mich, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.